Hallo, wir sind heute wieder da bei der Niederstädter Academy und danke für eure vielen Fragen. Eine Frage, was ich uns gestellt habe, ist, wie sichern ich meine Ladung richtig? Und Luki, du hast mir vorhin schon gesagt, dass es ein sehr großes Thema ist, aber dass du uns gerne heute einen Einblick davon gibst. Was hast du uns da heute mitgebracht? Ganz genau, so ist das, Daniela. Es ist aber ein sehr interessantes Thema. Und man muss einmal die Grundsachen ein bisschen verstehen. Sobald man einmal die Grundsachen verstanden hat, ist es eigentlich nicht mehr so kompliziert. Gell? Viele Leute haben ein bisschen Angst vor dem Thema, viel zu viel Gurten umhängen, viel zu viel Ketten. So ist es nicht. Wenn man es richtig macht, kann man sich auch mit den Gurten sparen. Gell? Und zwar, wie schaut es aus? Anfangen tut es einmal ganz einfach mit solchen Matten. Das sind sogenannte richtige, zertifizierte Anti-Rutsch-Matten. Das ist halt wichtig, weil halt auch die Leute meinen, das kostet unmöglich viel Geld. Und fangen herum zu sparen mit alten Förderbandlern, alten Autoreifen. Also es hat nichts mit einer Anti-Rutsch-Matte zu tun. Und selbst einfach ist einfach die Beschaffenheit wichtig, oder? Genau, die Beschaffenheit und der Reibwert. Es geht alles um den Reibwert der Ladungssicherung. Umso höher der Reibwert ist, umso weniger brauche ich dann nach oben zu sichern. Und das muss man halt in die Leute ein bisschen einbringen, dass das da unten eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Und wie geht man jetzt bei so einer Sicherung vor? Also, was da wichtig ist, ist schon einmal der Auflieger. Der Auflieger fängt alles an. Hat er Holzeinsätze, hat er schon die richtigen Anti-Rutsch-Platten drinnen oder einen Eisenauflieger? Eisen auf Eisen ist Reibwert sehr schlecht. Ja. Deswegen ist es dann ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auch die richtigen Anti-Rutschmatten reinmacht. Empfohlen generell überall eine Anti-Rutschmatte reinzutun, wird in andere Länder, zum Beispiel Österreich, verpflichtend. Also wenn man da keine Anti-Rutschmatte drinnen hat, fährt man nicht mehr weiter. Gell? Muss man eigentlich sagen, in Italien wird es nicht so genau kontrolliert. Vielleicht Sonne ist gut für die Chauffeure. Dass weniger Kontrollen sein, Österreich ist das ein bisschen schlimmer. Aber das Wichtige ist ja, dass die Ladung gut gesichert ist. Ganz genau, und es soll auch um den gehen, für sich selber zu sichern und für die anderen Leute, was auf der Straße sein. Es soll ja auch um den gehen. Gell? Deswegen zertifizierte Anti-Rutschmatten und dann legt man die Ladung drauf. Als andere, was ich oben drüber mache, kann davon abhängen, was ich sichern muss und ob ich Ketten verwende oder Gurte verwende. Was mir so auffällt auf dem Straßenverkehr ist, dass generell in Südtirol und auch sonst in anderen Ländern noch alles niedergezogen wird. Und von der Effizienz her ist Niederzurren nicht gut. Gell? Dann braucht es halt noch einen Formschluss auch noch, weil ansonsten etwas Niederzurren, da braucht es unmöglich viel Gurten. Du, und gibt es einen Unterschied, wo ich Ketten brauche oder wo ich lieber Gurten nehmen soll? Oder sagst du von vornherein besser Gurten? Für mich selber ist jetzt eigentlich fast bis zu einem gewissen Bereich immer von Gewicht, also von Tonnagen, weil es einmal sehr, sehr schwer wird. Entweder man geht auf Spezialgurten oder man geht auf Ketten, weil die Fähigkeit, etwas aufzunehmen, wird ein bisschen die Kette nachher stärker wird. Wo es aber speziell Ketten braucht oder sehr sinnvoll ist für eine Kette, ist, wenn scharfe Kanten sind. Scharfe Kanten für an jeden Gurt ist ja Horror. Hingegen eine Kette ist da sehr, sehr resistent, weil auch die Kettenform extra dafür gemacht ist. Jetzt will ich nicht zu viel ins Detail gehen, sonst wird es ein bisschen zu lang. Ja, und wenn ihr aber Lust habt, mehr über das ganze Thema Ladungssicherung zu erfahren, es ist ein Teil bei unseren Kursen, bei jedem Kurs. Und wir haben auch extra einen Kurs Ladungssicherung, der dauert 6 Stunden. Jawohl. Und da wird das Thema wirklich von Grund auf gut behandelt. Ganz genau, so ist es eigentlich. Und bisschen, eins muss man schon sagen, nicht Angst haben vor dem Thema. Also es ist nicht so trocken, wie man es eigentlich erst wahrnimmt. Es kann auch wirklich interessant sein. Und wir probieren das auch wirklich interessant in die Leute beizubringen. Auch speziell die ganzen verschiedenen Materialien, was sinnvoll sein, wo man die kaufen kann, das kann man eigentlich relativ viel Geld sparen, sage ich mal so, weil man sich auch ein bisschen auskennt. Wie ihr seht, der Luki ist in seinem Element, jetzt ein bisschen bremsen müssen wir, weil sonst verrotet sind sie jetzt alles. Wir freuen uns wieder aufs nächste Mal und auf eure Fragen. Vielen Dank. Servus.